Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Ski Gaming TV's Video und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video, würde ich jetzt mal behaupten. Es geht um den Marquess in FIFA 15 Ultimate Team, um das Team of the Year und ja, was alles noch da drumherum ist, würde ich jetzt mal sagen. Viele YouTuber haben ja in letzter Zeit, so vor ein paar Tagen, vor einer Woche, vor zwei Wochen, ein Video dazu rausgehauen über den Marquess, wann da passiert und wann da kommt und wann ihr die Spieler verkaufen sollt. Es sinkt jetzt schon meiner Meinung nach ein bisschen der Preis, weil halt viele YouTuber solche Videos rausbringen und viele auf die hören, was auch nicht verkehrt ist, meiner Meinung nach. Das Hauptthema ist, würde ich mal sagen, viel Verlust an den Spielern, an den Preisen von Spielern, die ihr zum Beispiel jetzt vor zwei Monaten gekauft habt. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ein, wie wollen wir denn mal nehmen, James Rodriguez, der ist jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 70.000, 60.000 Münzen wert, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel er wert ist. Ist einfach nur ein Beispiel. Und der wird dann meiner Meinung nach, würde ich jetzt mal sagen, bis zur Hälfte sinken. Weil halt echt sehr viele Packs ziehen, ist ja bald in einem Monat, Weihnachten weniger als einen Monat sogar. Und da kriegen halt viele PSN-Cards, Microsoft Points, Geld und dafür kaufen sie dafür Coins per Paysale-Card oder was auch immer. Und dadurch werden dann, denke ich mal, Packs gezogen. Und immer mehr Packs kommen, immer mehr Spieler kommen auf den Markt und immer mehr Spieler werden gezogen. Deswegen sinkt der Preis von den Spielern echt sehr schnell. An Weihnachten, da werdet ihr schon sehen, danach ist der Preis echt weit unten. Und dann kommt auch noch das Team of the Year nach Weihnachten, so zwei, drei Wochen. Ich glaube immer so 11., 12., 13. Januar. Ich glaube, das war immer 11. Januar letztes Jahr. Bin mir nicht allzu sicher, also Anfang Januar würde ich mal sagen. Ist halt so, das Team of the Year besteht auf 11 Spielern. Ich weiß nicht, eine Bank gibt es glaube ich nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Es besteht auf 11 Spielern. Eine Prognose zu den Spielern werde ich auch schon geben. Meiner Meinung ist das jetzt schon klar, wer da alles rein muss. Zum Beispiel Ronaldo, Messi, Neuer und so weiter. Und zum Team of the Year kommen halt 11 blaue Karten. Die ersten blauen Karten in 4.15, wenn wir jetzt mal von den Rekordbreaker Lionel Messi absehen, der ja diese Woche rauskam oder letzte Woche rauskam. Und es ist halt so, dass jeder eine blaue Karte ziehen will, unbedingt. Es werden einfach nur hammer viele Packs geöffnet. Das kann ich auch sagen. Jeder will eine blaue Karte ziehen. Und jeder Hundertste bekommt eine. Nein, keine Ahnung. Aber die Chance ist echt nicht hoch dazu. Ich werde natürlich auch ein paar Packs öffnen, ist halt so. Packs bringen halt sehr viel Spaß. Und wenn gerade auch noch so eine Team of the Year draußen ist, wahrscheinlich kommt auch noch ein Team of the Week. Wenn das auch noch gut ist, dann werden richtig viele Packs geöffnet. Und dadurch sinken halt die Preise der Spieler. Und ja, die Preise sind halt mega billig, wie gesagt. James Rodriguez ist 80.000 Münzen wert und dann wird er nur noch 30.000 Münzen wert, sind nur so. Und jetzt muss ich auch noch sagen, das war halt so ein bisschen Information zu Weihnachten Team of the Year, wie die Preise da so sind. Es wird halt Marquess geben, die Preise werden sinken und so weiter. Habe ich euch alles schon erklärt. Falls ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Ich beantworte die so schnell wie möglichst. Und dann kommen wir noch zur anderen Idee, die meiner Meinung nach viel besser ist. Wenn man zum Beispiel jetzt 600.000 Münzen hat, ich weiß nicht, kann einmal sehr schnell nachgucken. Wenn man jetzt zum Beispiel über 500.000 Münzen hat, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt mal Ibrahimovic, denke ich mal so, wie viel ist er wert? Nehmen wir jetzt mal den PS4-Preis, 655.000 Münzen. So, man hat 500.000 Münzen, vielleicht 550.000 Münzen. Dann kann man natürlich dafür Packs ziehen. Aber die Chance ist echt gering, dass man eine blaue Karte zieht oder überhaupt einen guten Spieler. Ich habe mir ein paar Sachen auf den Zettel geschrieben, aber die bringen mir jetzt eh nichts mehr. Ibrahimovic kostet im Moment 655.000 Münzen. Wert denn, denke ich mal, bestimmt unter 550.000 Münzen fallen. Es sind ja jetzt schon immer weiter zum Team of the Year. Ich weiß nicht, es kann glaube ich sein, dass er so Team of the Year kommt, aber da bin ich mir nicht allzu sicher.
gibt man nämlich auch noch andere sehr gute Stürmer. Das muss FIFA entscheiden oder wer auch immer entscheidet, welche Elf der Stars da also so kommen. Ja, das war die andere Idee. Einfach mal gucken, Preise beobachten. Ibrahimovic fällt auf 500.000 Münzen oder 450.000 Münzen, keine Ahnung, man kann das nicht voraussagen. Aber er sinkt auf jeden Fall zu 100%, würde ich mal sagen. Den dann kaufen und in 2 Monate circa warten und dann ist er wieder richtig viel wert. Das kann ich euch sagen. Der Wert denn, wenn ihr ihn für 500.000 Münzen gekauft habt, wird er dann für 150.000 Münzen Gewinn wieder verkauft. Das ist meiner Meinung nach die bessere Idee. Ob man die machen muss, ist eine andere Sache. Packs ziehen bringt natürlich deutlich mehr Spaß, werde ich auch machen. Aber ich denke, ich werde auch nicht viele ziehen, weil ich denke mal auch, dass ich den Preis beobachte und dann halt echt viel Gewinn machen kann, weil man kann dann so viel Gewinn machen damit. Und dann kommt auch schon dieser St. Patrick's Day raus. Damit kann man nochmal richtig viel Gewinn machen. Und dann hat man einfach nur richtig, richtig viel Gewinn gemacht. Also das kann ich euch als Tipp geben. Lieber Spieler beobachten, die sinken und dann kaufen und dann ein paar Monate später wieder verkaufen. Dadurch Gewinn machen und dann zum St. Patrick's Day warten. Das ist einfach nur meiner Meinung nach die beste Idee. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, ab in die Kommentare damit. Und ich weiß noch nicht, was im Hintergrund jetzt so lief. Ich denke mal nur ein paar Bilder zu FIFA. Glaube ich, kein Gameplay oder so. COD passt da ja überhaupt nicht rein. Ich denke mal ein paar Bilder. Und ich hoffe, dieses Informationsvideo hat euch gefallen. Ich werde auch noch eine Prognose zum Team of the Year raushauen. Ja, dann sehen wir uns oder hören wir uns beim nächsten Video besser. Und ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo natürlich auch. Und dann haut rein, bis zum nächsten Video und ciao! I'm so in love with you.